Du wirst nicht nochmal von mir entkommen. Doch. Doch, das werde ich. Pio, 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 pio. Oh Mann. Kein Mensch hat es jemals geschafft, an Asgore vorbeizukommen. Oh, was? Dieser Pfeil war eine Falle. Dich zu töten ist eine... ist eine Tat der... des... Verschonens, was auch immer. Also hör auf, so verdammt resistent zu sein. Ha, niemals. Glaubst du, könntest mich töten? Nicht, denn jetzt kann ich wieder fliehen. Warum machst du das überhaupt? Das verstehe ich nicht. Tschüss. Wir können den Eiswürfeln. Willkommen, nein! Oh Gott, verdammt. Lass mich doch. Du hast das, du bist das letzte Mal von mir entkommen. Ach ja. Alphys hat mir gesagt, Menschen wären determinated. Ich habe das mal gegoogelt, das bedeutet irgendwie sowas wie bedeutungsvoll oder so. Ich weiß jetzt, was sie damit meinte. Oh Gott. Ah, die gelben Pfeile sind gemein. Aber ich bin auch bedeutungsvoll. Irgendwie so. Ich hoffe, das ist nicht allzu falsch. Na, was auch immer. Meine Bedeutung ist es, das jetzt zu beenden. Niemals, Andein, niemals. Es gibt kein Ende. Jetzt! Nein. Oh Gott, au, 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 au. Genau. Ah, okay. Hi. Okay. Ah, richtig sagte. Ja, stirb endlich, du kleines... was auch immer. Oh Gott. Ah, muss ich immer noch im Kreis drehen. Ja, Flucht. Einfach weg, einfach weg. So, was stand da oben? Willkommen. Ernsthaft. Hallo, was ist los? Ich habe nachgedacht. Du und Andein und ich, wir sollten irgendwann mal zusammen herumhängen. Ich denke, ihr würdet große Freunde werden. Alter. Lass uns später an ihrem Haus treffen. Das ist falsch bei dir, willkommen zu Hotlands. Nein, ach. Hör auf, wegzulaufen. Haha, du hast vergessen, das grün zu machen. Sans? Oh Gott. Haha. Schnell weg. Lava. Rüstung. So heiß. Aber ich kann nicht aufgeben. Nein. Sie sieht trocken aus. Weißt du was? Wir helfen dir, denn wir sind der friedlichste Mensch, den es gibt. Das Wasser anderen geben? Ja, natürlich. Einfach drüber schütten. Ja, es lebt. Hallo. Tschüss. Tschüss. So. Huch, was bist du denn? Okay. Ich war durstig, also bin ich am Wasserbad vorbeigekommen, um etwas zu trinken. Alter, was bist du? Einfach weitergehen. Wer seid ihr? Tut mir leid. Andein hat uns erzählt, dass ein Mensch hier in der Gegend ist. Aha. Und du bist auch von der Königin. Okay, du redest nicht. So. Wie praktisch, dass wir jetzt hier diesen Fluss benutzen können. Ha. Lalala, ich bin der Bootsmann. Oder bin ich eine Bootsfrau? Es ist eigentlich egal. Würdest du gerne mit meinem Boot fahren? Na klar. Auf zum Wasserfall. Denn wir werden nun das Angebot von Papyrus annehmen. Andein. Wir besuchen dich mit Papyrus. Oh Mann, das wird bestimmt lustig. Haha. Auf zu der Person, die uns gerade umbringen wollte. Sie wohnt übrigens in diesem Fischhaus. Und mit diesem Fischhaus meine ich das Fischhaus hier hinten. Dieses eine Fischhaus.
speichern. Wollen noch mal sehen. Hallo. Oh, der Mensch ist angekommen. Bist du bereit, mit anderen rumzuhängen? Ich habe einen Plan. um euch beide zu guten Freunden zu machen. Okay, warum nicht? Okay, bleib hinter mir. Psst. Stell sicher, dass du ihr das hier gibst. Sie liebt die goldene Knochen. Ich mag ihre Tür. Hallo, Papyrus. Bist du bereit für dein extra privates, einer gegen einen Training? Oh, du kannst wetten, dass ich es bin. Und ich habe einen Freund mitgebracht. Hallo, ich denke nicht, dass wir uns schon... Warum nicht? Ihr zwei, kommt rein. Hier, Andein. Mein Freund hat dieses Geschenk für dich selbst mitgebracht. Ja, danke. Ich werde es zu den anderen legen. Ach Gott, so viele goldene Knochen, ha? Huh? So, sind wir bereit zu starten? Upsi-dupsi. Ich erinnere mich, ich muss ins Bad gehen. Viel Spaß, ihr zwei. Tschüss. Wie einfach wegfliegt, das finde ich super. Ja. So, warum bist du hierher gekommen? Um mir deinen Sieg ins Gesicht zu reiben? Mich weiter zu erniedrigen? Ist das so? Nein. Warum bist du dann hier? Warte, ich verstehe. Du denkst, dass ich dein Freund werden könnte, hä? Ja, genau. Wirklich? Ich akzeptiere. Lass uns alles vergessen und Freunde werden. Natürlich nicht. Warum sollte ich jemals dein Freund werden? Wärst du nicht mein Hausgast, würde ich dich jetzt sofort besiegen, angreifen, was auch immer. Du bist der Feind von den Träumen und Hoffnungen aller Leute. Ja, hast du schon gesagt. Ich werde niemals dein Freund sein. Jetzt raus aus meinem Haus. Ich dachte, Andein könnte dein Freund sein. Aber ich denke, ich habe sie überschätzt. Sie ist einfach nicht bereit für diese Herausforderung. Herausforderung? Was? Papyrus, warte. Nee. Verdammt. Er denkt also, ich könnte nicht dein Freund sein, hä? Haha. Ich kann locker ein Freund mit einem Idioten wie mit einem Loser wie dir werden. Hör zu, Mensch. Wir werden nicht nur Freunde werden. Wir werden Besties. Beste Freunde, nehme ich an. Ihr Gesichtsausdruck ist gerade super. Ich werde dafür sorgen, dass du mich so magst. Du wirst an niemand anders denken können. Die perfekte Rache. Warum nimmst du nicht Platz? Okay. Ja klar, einfach hinsetzen. Gemütlich? Ich werde dir was zu trinken bringen. Was sind das denn für köstliche Dinge? Was würdest du nehmen? Gerne haben? Oh Gott. Steh nicht auf. Du bist der Gast. Setz dich hin und entscheide selbst. Ihre Gesichtsausdrücke sind so geil. Warum zeigst du dich aber auf das, was du möchtest? Du kannst den Speer benutzen. Was haben wir denn? Einen Kühlschrank, ein Schwert, einen Tee, heiße Schokolade, Soda und Zucker. Und andere.